Ja, hallo meine lieben Zockfreunde. Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Ja, war das Mikro kurz ein bisschen verstellen, sonst sehe ich den Bildschirm ja nicht. Ja, immer noch ein bisschen im Weg. So, jetzt ist besser. So. Nun, let's fetz. Komm ein kleines Fahrzeug her. Wie bitte? Was hast du für ein Problem mit mir? So ein 44er Projektile abknallen. Scheiß Rax. Er kommt, werft ein paar Steine. Na los. Na kommt schon, ihr Fotzis. Dann steige ich eben aus. Du sollst deinen Stein werfen. So, werft. Yo. Diese scheiß Skags. Spucker Skags. Feuer ist auch ganz gut gegen die Ständerfürze. What the? Ihr Scheiß? Ja, geht doch. Und wieso muss denn die ganzen Spielchen nun sein? Na, hat das Spaß gemacht? So, Missionsübersicht. So. Oh, die ist gar nicht schlecht.
So. Holen wir uns kurz unsere Karre ab. Ein Stein dafür drin. Na, WTF. So, dann können wir wieder zurück und die Quest abgeben gehen. Wisst ihr was hier freist? Nein. Das hättet ihr wohl gerne. So, Schild aufladen. So. Sehr schön. So, ab nach Sanctuary. So, und zu Dr. Seth. Egal. Hab gedacht, den kann man vielleicht abknallen. Naja. Nee, nicht zu Dr. Seth. Zum anderen Dingens hier. Keine Ahnung, wie der gleich nochmal heißt. Hammerlock! Bullimong ist trotzdem Mist. Aber mir fällt schon noch was Besseres ein, bevor mein Almanach erscheint. Oh. Ja, das ist doch gut. Ladegeschwindigkeit besser. Ladeverzögerung, ja, scheiß auf. Fügt Nahkampfangreifern Explosions-Spike-Schaden zu. Na, das ist doch super. Was? WTF? Ne, da hab ich kein... Sei vorsichtig, Kammerjäger. Sei lieber du vorsichtig und steh mir nicht im Weg rum. Das macht mich aggressiv. So, hier wollen wir hin. So. Three Horns Valley. Ja, gehen wir da mal hin. Gäh. Nee, kann man nicht. Bis bald! Danke für die Kohle. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. War mir wieder ein Vergnügen. Viel Glück. Danke. Aber ich werde es nicht brauchen. Doch, viel Glück ist immer gut.
Okay, einfach immer nach rechts. Das kriegen wir hin. So, reisen. Three Horns Valley. Ein Haufen schöne Level 9 Gags. Und Level 7 Gag Welpen. Und Level 9 Spuckers Gags. Und ein paar scheiß Welpen. Und ein paar Probleme. Okay, hier ist ein schwarzes Brett. Catch a Chop! Aufgezeichnete Nachricht beginnt. Ah, die Bloodshots töten uns! Ah. Aufgezeichnete Nachricht endet. Du hast das Happy Pig-Motel gefunden, was? Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Okay. Oh Mann! Die Dampfpumpe macht's auch nicht? Ich verstehe. Und ich erkläre dir jetzt ganz langsam, was zu tun ist, damit du's auch kapierst. Bereit? Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteilen von anderen Pumpen in der Nähe des Motels. Okay, aber zuerst machen wir da das medizinische Rätsel. Ein bisschen Rätselspaß für uns. Ne, zuerst das medizinische Rätsel. Huch, man kann nun das... Man kann Geld auch im Auto aufnehmen. Ach, die scheiß Alpha-Skanks. Ich rette meine letzte Liebe, dass sie der Pumpe da eine Sicherung stellt. Öffne einfach den Sicherungskasten und schnapp dir das Scheißding. Ja, machen wir schon. Aber ich habe hier so ein kleines, minimales Gag-Problem. Ich sollte die nicht so nahe ans Auto lassen. Okay, hier geradeaus scheint richtig zu sein. Ein Catcher, right? So. Finde die geheimnisvolle Waffe. Ja, gerne doch. Thank you.
Wir dürfen bis zu uns hier.